die Teuerung auf Rekordniveau. Doch wie glaubwürdig ist eigentlich die SPÖ? Immer mehr Menschen bis tief in die Mittelschicht hinein haben Schwierigkeiten, sich Strom und Gas, die Miete und den täglichen Einkauf leisten zu können. Die SPÖ auf Bundesebene versucht nun ständig, wohl auch um von ihrem eigenen Versagen abzulenken, sich als großer Bekämpfer der Teuerungskrise zu positionieren. So auch in dieser Woche, als man im Nationalrat versuchte, jedem die Schuld an der Teuerung in die Schuhe zu schieben, aber nur bei sich selbst sah man keine Fehler. FPÖ-Nationalratsabgeordnete Petra Steger sagte zu Recht: Der SPÖ glaubt kein Mensch mehr. Alle anderen Parteien, mit Ausnahme der FPÖ, haben mit ihrer Politik dafür gesorgt, dass die Energiepreise regelrecht explodiert sind. Doch wie kommt Petra Steger zu diesem Attest? Corona-Lockdowns, EZB-Geldschwemmpolitik, Klimafanatismus und Russland-Sanktionen – all diese Maßnahmen hat die SPÖ aktiv unterstützt. Aber es geht noch weiter, denn auch in ihrem direkten eigenen Verantwortungsbereich hat die SPÖ bewiesen, wo Rot regiert, wird abkassiert. Schauen wir hier etwa in die Bundeshauptstadt Wien. Hier gab es zum Beispiel eine Erhöhung der städtischen Gebühren wie etwa Müll, Abwasser und Kanal. Insgesamt sprechen wir hier von etwa 160 Euro pro Jahr und Haushalt. Die Fernwärmetarife wurden im September 2022 für 440.000 Wiener Haushalte um durchschnittlich 92% erhöht. Daraus ergeben sich unfassbare Mehrkosten von ca. 1.000 Euro für einen größeren Haushalt. Und bei den Mieten selbst? Der Wiener Gemeindebau besteht aus ca. 220.000 Wohnungen. 500.000 Wiener leben in einer Gemeindewohnung. Wiener Wohnen war der wohl größte Profiteur der Richtwerterhöhung. Eine Erhöhung, die die Bundes-SPÖ zu bekämpfen vorgibt, während in Wien roter Zahltag ist. Für eine durchschnittliche Wohnung bedeutet allein diese Maßnahme Mehrkosten von mehreren hundert Euro pro Jahr und für Wiener Wohnen ein schönes zusätzliches Körbelgeld. Ja, das ist ganz klar eine Schizophrenie der SPÖ. Auf der einen Seite fordern sie im Nationalrat hier für ganz Österreich einen Mietenstopp und auf der anderen Seite greift der rote Hausherr Michael Ludwig in Wien in die Taschen von mehr als 500.000 Gemeindebaubewohnern und zieht ihnen quasi das Geld heraus. Dass die SPÖ da keinen Genierer hat, wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen, aber man sieht eindeutig, dass die Freiheitlichen mittlerweile die Position der Mieterinnen und Mieter, aber auch auf der anderen Seite berechtigte Interessen der Vermieter vertritt. Das heißt, wir stehen auf der Seite der Menschen und nicht auf der Seite der gnadenlosen Immobilienspekulanten, die den Menschen das Geld aus den Taschen ziehen. Doch während die Mieten für den Normalbürger teurer werden, residiert die SPÖ nach wie vor in einem Innenstadtpalais in der Löwestraße um teilweise 2,39 Euro Miete pro Quadratmeter. Vermieter die Stadt Wien. Wie hoch die Kosten in Wien sind, zeigt aktuell auch ein internationaler Vergleich. So gibt es in Wien aktuell doppelt so hohe Energiepreise wie in London oder Paris. Ein Wiener muss 12-mal mehr für Energie bezahlen wie jemand in Budapest. War das nun schon alles? Nein, denn es geht munter weiter. Erhöhung der Parkgebühren von 2,20 Euro auf 2,50 Euro pro Stunde in ganz Wien, Verdoppelung der Bädertarife von 3 Euro im Jahr 2021 auf 6,20 Euro im Jahr 2022, aber weil das noch nicht genug war, wurde still und heimlich außerhalb der Bädersaison auch für das Jahr 2023 noch einmal eine Erhöhung um 13% auf 7 Euro durchgesetzt. Egal ob Wiener Linien, die städtische Bücherei oder sogar der Tod, wie man etwa an der Erhöhung der Gräbergebühren am Wiener Zentralfriedhof erkennen kann, alles wird im rot geführten Wien immer teurer. Zusammengefasst, es ist nicht verwunderlich, dass die SPÖ, so wie bei der Wahl in Niederösterreich, von einem Desaster ins nächste rutscht. Unglaubwürdigkeit zahlt sich eben nicht aus. Im Bund das eine fordern, während man in Wien das andere umsetzt. Das geht sich eben nicht mehr aus. Ob die Österreicher hierfür noch lange Randy Wagner die Schuld in die Schuhe schieben können, ist angesichts des roten Dauerstreits mit unbekanntem Ausgang mehr als fraglich.